Küche mit meiner besseren Hälfte. Die Kinder spielen sehr schön. Ich habe natürlich Essen gemacht. Tolle Gemüsesuppe. Patricia hat schon probiert und sie meint, das schmeckt ganz gut. Zeige ich euch mal. Ohne jegliche Zusatzstoffe. Dann habe ich hier Tomatenmark angebraten, Steaks vorher scharf angebraten, dann ein bisschen noch in der Pfanne weiter angebraten, so um die 5-6 Minuten. Das ist jetzt auch fertig. Nachdem ich fertig war mit dem Braten, habe ich die Steaks hier reingelegt, damit sie hier weiter kochen kann. Und heute habe ich sowas wie Tapas gemacht. Pilze gefüllt mit Minze, Petersilie und Schafskäse. Das haben die Kinder gemacht, beziehungsweise mir dabei geholfen. Das ist auch jetzt fertig. Und unten habe ich Wasser, damit das alles nicht so trocken wird. Beziehungsweise ist alles schon fertig und wir können servieren. Dann können wir schön essen zusammen jetzt. So sieht das jetzt eingerichtet aus. Tada! Oder so. Viele Variationen. Die Lorbeerblätter habe ich auch nur zufällig gefunden. Ehrlich? Freut mich, Jenny. Schatz, du hast den Tisch mit vier Kerzen und den Narzissen einfach so toll eingerichtet. Ich komme sofort, Schatz. Ganz viele Bilder gemacht. Aber die Blätter schmecken echt gut. Habt ihr gemacht zusammen? Die Familie isst schon? Toll. Schönes Wetter, überhaupt nicht kalt. Die Familie ist auch sehr begeistert von dem Essen. Es schmeckt allen super. Wow. Dir schmeckt es nicht? Die ja. Voll am Essen ist, der schmeckt es nicht. Das ist gut. Doch, mir schmeckt es. Probier mal den Pilz. Mhm. Ihr könnt gerne von mir Pilz haben, Kinder. Nee, Papa, du sollst ja auch essen. Ja, mein Schatz. Probier jetzt. Mhm. Wir haben zu Ende gegessen und gehen jetzt raus. Achille und Itzi wurden von Freundinnen abgeholt. Die fahren Fahrrad. Und wir fahren. Oder laufen. Ich fahre mit dem Powerboy. Johnny hat sein Auto gefunden. Der schiebt sein Auto. Ja. Komm, Kinder, gehen wir runter. Es wird dunkel. Hausschlüssel, Schatz. Komm, Johnny, gehen wir. Letztens bin ich mit Powerboard zu Penny gefahren. Es war richtig cool. Es war sehr schön draußen zu essen. Für die Kinder nehmen wir die Sachen jetzt mit am besten. Und weg. Alles ist vergänglich. Nur die Liebe nicht. So. Schalten wir es mal an. Ich hoffe, wir sind doch gut versichert. Ich hoffe nicht, dass das Ding danach noch tragen muss. Naja, ich denke schon, dass es noch reicht. Jetzt kann so gut damit umgehen. Ja, Schatz. Und ich laufe. Nimm dir einen Tipp. Muss Johnny sein Auto tragen? Ich muss dein Auto tragen, Johnny. Nee, jetzt Vorsicht. Gut. Kein Auto da. Okay, Johnny, komm. Nee, ich bin nicht so schnell wie du. Du bist richtig schnell, Johnny.
Und schön nach vorne. Gianni, Vorsicht, warte, Gianni. Gianni, geh da hoch. Super, Gianni. Bleib da stehen. Ja, jetzt darfst du. Ja. Sind wir richtig? Gianni, geh mal nochmal. Gianni, geh dahin, Gian. Hier, nach links, Gian. Geh mal hier nach links, da kommt ein Auto. Weiter, weiter, weiter. Weiter, 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 weiter. Und stopp, stopp. Okay. Los, Gianni, ganz schnell rüber. Los, Gianni, schneller. Nicht so langsam. Ja, das schöne Wetter müssen wir ja genießen. Also raus mit euch, Leute, und genießt das schöne Wetter. Gianni, warte. Da, so. Da sind Autos, mein Schatz, da müssen wir warten. So, jetzt rechts, los. Weg vom Auto, genau. Gianni, lass mich ganz. Keinen Unfall machen. Nein, du bist schneller. Okay, okay, ich mach langsam. Oh, Gianni, du bist so schnell. Wollen wir auf Mama und deine Schwester warten? Ha, Gianni? Gianni? Nochmal von neu. Nochmal von neu? Okay, los, schneller, Gianni. Oh, Gianni, bist du schnell. Gianni, so schnell. Ich kann dich gar nicht einholen, Gianni. Gianni, warte, Gianni. Gianni. Gianni, warte. Wie heute noch, Schatz. Eigentlich haben wir vor, heute noch nach Hause zu gehen, mein Schatz. Aber Mama, wann geht's? Willst du hier schlafen? Nee. Mhm, ja, ich sag, dann ist Mama tot. Ehrlich? Ja. Auf Mamas Schoß. Nein, ich hier. Du schläfst auf meinen Schoß. Ja. Ja, Mama. Ja. Am Ende doch, nein, Charlie. Und Eva, Papa. Oh, süß. Ich werde doch geliebt. Und cool. Ich bin cool, oder? Nein, haarig. Nein, ja, du bist cool. Dankeschön, mein Schatz. Und spielen die Kinder mal was Richtiges? Ja, haarig. Ja, dann. Du bist auch haarig. Du bist auch haarig und noch cool. Dankeschön, Gianni. Noch haarig. Wow. Ich habe ihm gesagt, dass er das sagen soll. Ja, mein Schatz. Morgen. Achso, wir haben sie gesucht, aber nicht gefunden. Wo ist sie? Irgendwo. Oder irgendwo. Aber das macht doch nichts. Du bist bei uns. Aber was ist das hier? Ach egal, wir haben euch. Was ist das hier? Oh, und ich.
Kaum sind die weg, vermisst ihr euch. Ja. Ja, so ist das Leben. Ja, oder ein Stock. Hör auf, den Türken zu spielen. Brauchst gleich ein Messer. Stock tut's auch. Mit das hier? Mama macht dich nützlich. Tja, wofür hast du denn so viele Nägel, die so lang sind? So viele. Ja, um die 10 Stück sind schon viele. Hunger. What? Wir haben gerade gegessen. Ich hab Hunger. Zu Hause hast du Nimm dir einen Stock, Jenny, dann kriegst du das auch auf. Ja, Jenny, willst du einen Bonbon? Bonbon! Ja, Dessert-Idee. Genau, danke Schatz. Bin auch ganz viel Hoverboard gefahren, es war anstrengend. Ich muss es vor allen Dingen tragen. Zählen. Akku ist leer. Ja. Ich war auch nicht so ganz geladen, als ich es mitgenommen habe, Schatz. Ich weiß. Johnny, Finger raus aus deinem Mund. Oder ein Auto. Und Jetski. Hätte ich einen Jetski, würde ich da drinnen fahren. Von wegen. Hallo, mein Baby. Guck mal, was ich gerade bei Mama mache. Unser kleiner Sohnemann wird groß, groß, groß und groß. Selin ist gleich bei den Hasen. Da kommen zwei neue. Ja. Oh, da sind mehrere, Schatz. Das sind meine Hasen. Und das sind andere Hasen. Also im Vergleich jetzt, die Kinder sind weg. Ich glaube, Selin denkt, sie kann die fangen. Gianni! Komm zurück, die Hasen sind weg! Komm zurück, Gianni! So, jetzt können wir wegrennen. Die Kinder sind ganz weit weg. Man sieht die noch nicht mal. Schatz, Kinder sind weg. Ja, gehen wir? Ja, nein. Die rennen immer noch. Selin denkt wirklich, sie kann eine fangen. Oder ne, sie rennt jetzt in die Richtung, in unsere. Na, dann kann sie den Gianni mitbringen. Selin kann ja den Gianni mitbringen. Selin war so weit weg, Gianni bleibt stehen und sagt, Selin! Die aus. Wollte ich gerade sagen, wie klein die sind. Man sieht die hier noch nicht mal. Ach, da jetzt. Oh mein Gott. Meine Kamera kann das nicht so. Na, echt? Mhm. Halten sich. Zwei Freunde kommen da. Es gehört sehr viel Kraft dazu, leben zu können und zu vergessen, inwiefern Leben und Ungerechtsein eins ist. Mitunter verlangt eben dasselbe Leben, das die Vergessenheit braucht, die zeitweilige Vernichtung dieser Vergessenheit. Dann soll es eben gerade klar werden, wie ungerecht die Existenz irgendeines Dinges
eines Privilegiums, einer Kaste, einer Dynastie zum Beispiel ist, wie sehr dieses Ding den Untergang verdient. Dann wird seine Vergangenheit kritisch betrachtet. Dann greift man mit dem Messer an seine Wurzeln. Dann schreitet man grausam über alle Pietäten hinweg. Es ist immer ein gefährlicher, nämlich für das Leben selbst gefährlicher Prozess. Und Menschen oder Zeiten, die auf diese Weise dem Leben dienen, dass sie eine Vergangenheit richten und vernichten, sind immer gefährliche und gefährdete Menschen und Zeiten. Denn da wir nun einmal die Resultate früherer Geschlechter sind, sind wir auch die Resultate ihrer Verirrungen, Leidenschaften und Irrtümer, ja, Verbrechen. Es ist nicht möglich, sich ganz von dieser Kette zu lösen. Wenn wir jene Verirrungen verurteilen und uns ihrer für enthoben erachten, so ist die Tatsache nicht beseitigt, dass wir aus ihnen herstammen. Und nun schnell ein Blick auf unsere Zeit. Wir erschrecken, wir fliehen zurück. Wohin ist alle Klarheit, alle Natürlichkeit und Reinheit jener Beziehung von Leben und Historie? Wie verwirrt, wie übertrieben, wie unruhig flutet jetzt dies Problem vor unseren Augen? Der moderne Mensch schleppt zuletzt eine ungeheure Menge von unverdaulichen Wissenssteinen mit sich herum, die dann bei Gelegenheit auch ordentlich im Leibe rumpeln, wie es im Märchen heißt. Durch dieses Rumpeln verrät sich die eigenste Eigenschaft dieses modernen Menschen. Der merkwürdige Gegensatz eines Inneren, dem kein Äußeres, eines Äußeren, dem kein Inneres entspricht. Das Wissen, das im Übermaße ohne Hunger, ja wieder das Bedürfnis aufgenommen wird, wirkt jetzt nicht mehr als umgestaltendes, nach außen treibendes Motiv und bleibt in einer gewissen chaotischen Innenwelt verborgen, die jener moderne Mensch mit seltsamem Stolze als die ihm eigentümliche Innerlichkeit bezeichnet. Man sagt dann wohl, dass man den Inhalt habe und dass es nur an der Form fehle. Aber bei allem Lebendigen ist dies ein ganz ungehöriger Gegensatz. Die Form gilt uns Deutschen gemeinhin als eine Konvention, als Verkleidung und Verstellung und wird deshalb, wenn nicht gehasst, so doch jedenfalls nicht geliebt. Noch richtiger würde es sein zu sagen, dass wir eine außerordentliche Angst vor dem Worte Konvention und auch wohl vor der Sache Konvention haben. In dieser Angst verließ der Deutsche die Schule der Franzosen, denn er wollte natürlicher und dadurch deutscher werden. Nur scheint er sich aber in diesem dadurch verrechnet zu haben. Aus der Schule der Konvention entlaufen, ließ er sich nun gehen, wie und wohin er eben Lust hatte, und machte im Grunde schlotterig und beliebig in halber Vergesslichkeit nach, was er früher peinlich und oft mit Glück nachmachte. So lebt man, gegen frühere Zeiten gerechnet, auch heute noch in einer bummelig inkorrekten französischen Konvention, wie all unser Gehen, Stehen, Unterhalten, Kleiden und Wohnen anzeigt. Indem man zum Natürlichen zurückzufliehen glaubte, erwählte man nur das Sich-Gehen-Lassen, die Bequemlichkeit und das möglichst kleine Maß von Selbstüberwindung. Man durchwandere eine deutsche Stadt. Alle Konvention zeigt sich im Negativen. Alles ist farblos, abgebraucht, schlecht kopiert, nachlässig. Jeder treibt es nach seinem Belieben. Aber nicht nach einem kräftigen, gedankenreichen Belieben, sondern nach den Gesetzen, die einmal die allgemeine Hast und sodann die allgemeine Bequemlichkeitssucht vorschreiben. Der Formensinn wird von den Deutschen geradezu ironisch abgelehnt, denn man hat ja den Sinn des Inhaltes. Sind sie doch das berühmte Volk der Innerlichkeit. Es gab Jahrhunderte, in denen die Griechen in einer ähnlichen Gefahr sich befanden, in der wir uns befinden, nämlich an der Überschwemmung durch das Fremde und Vergangene, an der Historie, zugrunde zu gehen. Niemals haben sie in stolzer Unberührbarkeit gelebt. Ihre Bildung war vielmehr lange Zeit ein Chaos von ausländischen, semitischen, babylonischen, lydischen, ägyptischen Formen und Begriffen und ihre Religion ein wahrer Götterkampf des ganzen Orients.
ähnlich etwa wie jetzt die deutsche Bildung und Religion. Ein in sich kämpfendes Chaos des gesamten Auslandes, der gesamten Vorzeit ist. Und trotzdem wurde die hellenische Kultur kein Aggregat, dank jenem apollinischen Spruche, erkenne dich selbst. Die Griechen lernten allmählich, das Chaos zu organisieren, dadurch, dass sie sich nach der delphischen Lehre auf sich selbst, das heißt auf ihre echten Bedürfnisse zurückbesannen und die Scheinbedürfnisse absterben ließen. So ergriffen sie wieder von sich Besitz. Sie blieben nicht lange die überhäuften Erben und Epigonen des ganzen Orients. Sie wurden selbst, nach beschwerlichem Kampfe mit sich selbst, durch die praktische Ich bin jetzt auch in Darmstadt gelandet. Nachher treffe ich mich mit Momo. Der hat mir sehr viel in Egelsbach geholfen gehabt. Der arbeitet in Rapiano. Aber jetzt hole ich mal wirklich meine Hosen ab, die ich abgegeben habe. Die habe ich immer noch nicht abgeholt. Obwohl ich letztens da war, hat er vergessen, eine Hose fertig zu machen. So, dann freue ich mich. Ich muss ein bisschen beeilen. Der Momo muss dann nämlich danach arbeiten. Es ist sehr, sehr schönes Wetter. In der Sonne ist es schön warm. Ich habe wieder einen Haarreif gekriegt. Patrizia hat das extra für mich gekauft. Wenn ich nicht so viel Haargel drin haben will, dann mache ich wenig, ziehe den Haarreif durch und dann hält das auch. Dann sind die Haare nicht so wie ein Beton und dann etwas weicher. Alles klar, dann beeile ich mich mal. Unglaublich, wie das Wetter schnell umgeschlagen ist. Ich habe meine Hosen abgeholt. Steht da vorne. Jetzt habe ich noch einen Freund in der Stadt getroffen. Normal wir kurz im Kunstcafé Kaffee trinken. Ich habe ihn eingeladen. Ich habe ihn, glaube ich, vier Jahre locker nicht gesehen. Mindestens. Und jetzt zum nächsten. Dann habe ich mich noch mit einem anderen getroffen. Wegen einem Makler, die ein Geschäft haben in der Rheinstraße. Der ist schon weg, aber nebendran sind auch noch zwei Läden. Die soll er mal bitte anfragen. Ja, das heißt, noch mal eine Woche warten. In Deutschland arbeitet bei den Menschen lieber der Magen als sie selbst. Dabei steht Telefonnummer alles schon da. Nur wir werden so bequem erzogen hier, dass die Leute manchmal noch nicht mal wissen auf ihre Arbeit, was ihre Arbeit eigentlich ist und man sie selber belehren muss. Aber egal. Antrag des Mannes gegen die Abschiebung. Der Anfang ist immer jedes Mal so sehr, sehr schwierig. Wie immer. Keiner hat Zeit und keiner kann helfen. So, bis später. Der Momo ist da. Wie geht's? Alles fit? Ja, wir haben uns ja echt lange nicht gesehen, ey. Ja, Mann, extrem lang. Über Las Vegas. Sehr gut. Das war das letzte Mal. Ja, Las Vegas war sehr gut. Davor haben wir uns kurz gesehen, das war's dann, stimmt. Das ist der Ozan, den kennt ihr ja auch noch. Jenny geht's auch gut. Jetzt lassen wir uns unsere Shisha genießen. Das ist wieder Topflappen. Topflappen. Die nächste kommt auch gleich. Topflappen. Ich freue mich jetzt, den Momo gesehen zu haben und reden wir mal ein bisschen. Was haben wir bestellt?